Von 2009 bis 2019 habe ich alle Produktionen, in denen ich mitgespielt habe, Backstage gefilmt und euch in Vlogs auf YouTube mit auf die Reise genommen. Ab 2019 habe ich dies auf Instagram in den Stories fortgeführt. Um diese Lücke auf YouTube zu schließen, möchte ich euch in diesem Video zusammenfassen, was ich von 2019 bis 2022 erlebt habe. Viel Spaß! Heute ist mein Probetag hier bei Jim Knopf. Das ist übrigens der Knopf. Hui, ich habe gerade festgestellt, ich habe auf Instagram tatsächlich sehr viele Stories in der Zeit gemacht. Ich werde hier auf YouTube einfach mal ein Best-of für euch zeigen. So, Drachen auf Position bitte, Drachen auf Position. Im März 2019 habe ich bei Theater Lichtermeer angefangen mit meiner ersten Rolle Lukas der Lokomotivführer im Musical Jim Knopf. Ey, jetzt mal ehrlich, ist unser Frau Mahlzeinkostüm nicht eins der coolsten Kostüme ever? Ja, ich mag die neue Truppe. Wir spielen, glaube ich, in dem süßesten Theater ever. Das ist das erste bespielte Theater Österreichs. Es geht halt nach oben. Ja, und da hatte ich meine Premiere bei Theater Lichtermeer. Emma! Ich habe wieder viele tolle Umgebungen und tolle Theater entdeckt. Und vor allem hatte ich auch wieder ganz fantastische Leute um mich rum, mit denen man sehr viel Spaß haben konnte. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, ich armer Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Was war das? Das ist der wunderschöne Saal, vor dem wir heute spielen. Heute ist es soweit, Heimvorteil im First Stage in Hamburg. Larissa, wir spielen nicht Wicked, du bist falsch geschminkt. So, wir bereiten uns heute intensiv auf die Show vor. Wichtig, Vorbereitung. Oh. Hey, wie geil ist das denn? Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Magst du dich noch mal ein bisschen schnell bewegen? Beweg dich doch mal schnell. Schnell bewegen? Wie schnell denn? So schnell oder so schnell? Nepomuk, du Wurm. Ich bin kein Wurm. Ich bin ein Garching. Ha, Jim, ich hab dich erwischt. Und mir immer sagen, du arbeitest hart, ne? Natürlich, ja, ja. Natürlich, immer. Also nee, ist klar, Jim. Wir müssen nochmal reden. Ab Juni 2019 habe ich zusätzlich den Jan bei Jan und Henry gespielt. Und hier ist heute meine Premiere von Jan und Henry. Okay. Es geht los. Wir haben in unserem Hotel einen Pool. Jeden Morgen direkt von einer Sinfonie. Aber es geht jetzt trotzdem nach Hamburg. Angekommen, hier spielen wir heute. Und da hinten ist bereits der See. Oh, wie schön. Machen jetzt Soundcheck und dann geht's erst nochmal ins Wasser. Ja.
Wir befinden uns in der Halbzeitpause. Es ist verdammt warm auf der Bühne. Oh, guck mal, du wirst auch mal dicker, Kim. Keine Bikini-Bilder. Keine Bikini-Bilder im Internet. Nee, Mann. Leute, seid mal nicht so aggressiv, ja? Alles ganz gechillt. Ich hole mir jetzt erstmal einen Joint. Ciao. Was? Nein, sowas tun wir hier nicht. Heute ist Idas Premiere. Und sie übt gerade Choreos, wie man sieht. Mach nochmal. Läuft. Ah! Gut, dass ich einen Schallschraubenzieher dabei habe. Auf Tach! Tach, Post! Auf geht los! Post! Gleich, schön, Schachtschleuse! Das ist Malte. Malte geht seinem Job nach, den er hier bei Theater Lichtermeer hat. Er reinigt den Scheißbus. Nee, der beschissene Bus, müssen wir sagen, ne? Es ist echt beschissen. Im September 2019 kam dann das Dschungelbuch hinzu, in dem ich Balu spielte. Unsere Premiere vom Dschungelbuch. Ü-Ei-Freude, Ü-Ei-Freude. Yeah. Nadine hat Spaß. Bam. Ja, sie verarscht. Ja, nein. Ja. 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 Yeah, sehr schön. Nadine muss erstmal die Schlange klopfen. Allen der großen Kampf, der stärksten von allen, ja schaut mich an. Mein Blick macht euch wehrlos, die großen Kampf. So, mein erster Balu. Ach, wie der Blitze. Tu mal lieber die Öhrchen. So, jetzt bin ich ein Wolf. Seit Oktober 2019 spielte ich dann noch die Proselinde, den Kürbisknut und Gerd das Gespenst im Musical Der kleine Drache Kokosnuss. Heute ist Premiere. Und wir sind ausverkauft. Der Gregor testet übrigens einfach nur, ob sein Bart hält. Ich muss halten. Nicht, dass das wieder abfällt. Ja, ich ist ja müde, bevor wir überhaupt Premiere haben. Ja. Hey, Alex hat die Ehre, die Premierentorte anzuschneiden. Ich habe schon einige Mühlen gesehen, aber tatsächlich, glaube ich, habe ich noch nie eine sich wirklich bewegen sehen. Alex, seit du da drin hockst, hat die Mühle aufgehört, sich zu drehen. Mach sie wieder an. So, Alex, danke. Ich genieße mir die Aussicht noch ein bisschen. Die Beliebte zum Scherz. Nein, wir wollen eigentlich... Die Prinzessin heiraten. Die Prinzessin heiraten. Also, oh. Nein, wir wollen... Sie um sie zu heiraten. Was spricht denn immer? Heiraten. Verkauf mich nicht, verdammt. Tschüss, tolles Theater. 2 Tage, 2x2 Doppelshows. Sagt Tschüss, Zeppel. Tschüss, Zeppel. Wir fahren jetzt in den Kreis. Da bin ich auch schlauer gewesen, diesmal ein Kissen mitgebracht. Hey! Ich bin im Paradies. Echt witzig. Da wird man automatisch beim Anblick zu dir. Es waren, glaube ich, 1500 Kinder hier. Ja, und wir haben einen wunderbaren Nachmittag gehabt hier in Berlin im Admiralspalast. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich altere! Ich altere so schnell! 3 Tage, 7 Shows. Jetzt ist der erste Tag, die 2. Show. Wie ist die Stimmung bis jetzt? Ja. Wie bringt man Tante Jutta zum Lachen, indem man einfach lacht ohne Mimik? Ey! Hier, betreten verboten! Raus da! Raus da! Hey, du... Ja, wird doch Zeit jetzt hier, ne? Unser Kniechel hat ein Tütü gefunden. Plié. Hey, du weißt, was der König der Welt ist? Wuhu! Ich bin der König der Welt! Scheiße, Schatz! So, willkommen im Museum. Hier sind die Originalhaare von Thomas Anders aus den 80ern. Und hier haben wir ein wildes Kokosnuss. Bitte nicht füttern. Bitte nicht füttern. Lass mich raus!
Nee, nee, nee. Na, die Türklinke ist aber nichts hier für Alex. Also, Juhu! Doremi, Doremi, Fa, Mi, Re, Do. Ich glaube, ich gehe heute mal so. Also ich weiß nicht, irgendwie sehe ich heute voll fertig aus. What? I'm confused. Heute zeige ich euch, wie ein Kneitschel aussehen würde, wenn er noch viel mehr Haare hätte. Fertig, euer Nadine. Wir haben schöne blaue Kugeln an der Decke. Hallo Jan. Hallo. Ich finde es wunderschön, mit dir auf Tour zu gehen. Ja, ich auch. Was mache ich? Du spielst Musical. Ja, das mache ich, genau. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Na, sowas, jetzt weißt du es. Ja, ich bin schlau. Im Februar 2020 habe ich mit Uwe Müller Musikproduktion dann noch einmal Drei Haselnüsse für Aschenbrödel in Bremen gespielt. Und Henrike ist wieder dabei und Henrike freut sich, dass sie auch mal in einer Story ist. Der Stefan ist auch wieder da. Und der Alvin. Es gab kein Theater, in dem ich mehr gespielt habe. Lieber Pascal ist auch hier. Oh, das wird das erste Mal, dass ich mit Pascal spiele hier. Guck mal, wir sind im Wald. Ich glaube, wir stehen im Wald. Was hast denn du für einen Filter drauf? Das ist gar keiner. Wieso? Warum denkst du, das ist ein Filter? Oh, mit LED-Wänden. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Ich habe schon so viele Stücke hier gespielt und immer vergessen, mich hier zu verewigen. Und diesmal sind wir hier. Haha. Oh, auf dem Weg habe ich Schneekönigin auch mal aktualisiert. Tidi. Heute ist übrigens die letzte Show für dieses Jahr. Tschüss, Ember, meine treue Armbrust. Tschüss, Pferd. Tschüss, Wald. Tschüss, Hut der Stiefmutter. Zurück zu Theater Lichtermeer. So, wie gefällt dir deine Garderobe, die wir extra für dich umgerüstet haben hier zum Geburtstag? Vorzüglich. Ah, Pause. Beine hochlegen. Ah, die Pause war sehr viel länger, als wir alle dachten, aber danach waren wir so froh, wieder spielen zu dürfen. Wir sind da und es ist sehr schön. Ja! Wow. Eine würdige Bühne nach der ganzen langen Pause. Seid ihr bereit? Bereit! Und gleich geht's los, zweiter Akt. Zweiter Akt, zweite Szene und los. In 10 Minuten ist Show. Au! Im August und September 2021 habe ich dann noch den Antagonisten im Musical Ich bin ein Bärblinger in Ulm gespielt. Die Wilhelmsburg, wir sind da. Huhu. Hier werden wir jetzt die ganze Zeit spielen. Wir klimmen immer den Berg zur Wilhelmsburg. Den kriege ich noch fit in 2 Wochen. Rennt er hier hoch. Immer noch in mir. Heute machen wir sogar Kniefel mit Gewichten. Ach. Los jetzt, Alter. Berg hoch. Die Premiere wurde sogar im Fernsehen übertragen. Menschheit zu retten, Impfstoff aus Brausepulver oder ein Mundschutz, den man auch als Unterhose benutzen kann. Premiere geschafft! Premiere geschafft! So, das hier ist unsere bezaubernde Betty. Die macht die Maske. Wir sitzen hier. Oh nein! Nein, es regnet. Es hat aufgehört zu regnen. Wir haben schon einen Akt gespielt, wir sind jetzt in der Pause. Wir dürfen nur nicht mit den Schuhen auf die Bühne. Aufstehen. Das war's in Ulm. Weiter ging es dann wieder mit Theater Lichtermeer.
Übrigens, ich habe keinen Sonnenbrand, falls das wieder wer schreiben will nach dieser Story. Das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen. Das ist einer der schönsten Umschminkplätze und Umkleidplätze, die ich jemals hatte für dieses Stück. Alles schön ordentlich. Ich kann mich umschminken, kann alles schön wegschmeißen. Ach, es ist so schön. Das ist heute übrigens Janas Premiere. Benni, was machst du da? Ich habe die Brillen, mein Bart. Ach so. Ist der neue Kokosnuss bereit? Bereit! Bereit für den zweiten Akt. Nicht wahr, Oskar? Ne? Ist das wie, ist das, wenn ihr das Glück in unsere Hände. Ey, jedes Mal, wenn diese Toilettentür hinter mir zugeht, erschreckt die mich mit so einem lauten. Und ich denke immer, wer macht denn hier? So, seid ihr alle bereit? Bereit! Es geht wieder ins Schwimmbad. Bereit! Ja! Yeah. Bereit! Wo ist jetzt Benni? Ach, da. Ich wusste das nicht. Sie haben mir direkt ins Gesicht gefilmt. So, ich habe eine neue Farbe im Gesicht. Jetzt sieht es wenigstens nicht mehr aus wie... Oh, hallo. Wir gehen übrigens wieder ins Schwimmbad, wie man sieht. Und ja, diesmal sieht es wohl nicht aus wie ein Sonnenbrand, sondern jetzt, ne? Den neuen eingearbeitet für Kokosnuss. Und da ist er, unser neuer Kokosnuss. Sophie. Bezaubern. Ist das nicht gut? Sieht man mich? Ja, danke, das reicht. Ja. Gemeinsame Einsingübungen in der Garderobe. Und Kniechen macht nicht mit. Ja, 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 oh, schöne Haare. Ja, 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 alles still. So, also ich weiß nicht, unsere Garderobe ist ein bisschen klein. Also... Für 5 Leute so eine kleine Garderobe, ich glaube, es hackt nicht. Hm, das ist ja verrückt. Es ist Halloween und wir sind verkleidet. Keine Augenbrauen, Augenbrauen. Keine Augenbrauen, Augenbrauen. Keine Augenbrauen, Was immer ich auch werden wir uns auch mal angewiesen. Könnte mir mal bitte jemand diesen Raben hier vom Hals... Was macht der da? Ich darf ja nicht gehen, solange ich die Flugprüfung nicht bestanden habe. Und dazu hat Ziegenbart sich verwandelt. Wohin denn? Hier, ich zeige euch mal unseren Backstage-Bereich. Hier ist unsere Garderobe. Und hier ist unsere Bar, in der wir uns verpflegen dürfen. Oh. Oh, Leute. Oh, es tut mir leid. Oh, es ist mir so passiert. Es ist immer wichtig, sich gut vor der Show aufzuwärmen. Ich freue mich. Und dann gebe ich euch über Funk durch Vorhang auf, weil dann starte ich die. Und ihr so? Ach so. Oh, du bist glücklich, das ist schön. Was soll das denn heißen? Okay, danke. So, hier sitzen Susanne und Sophie und ja, bei mir sieht's ganz ähnlich aus. Ich sitze hier ganz allein. Oh. Wir haben die Treppe schon geschafft. Und jetzt fahren wir nach? Stadtallendorf fahren wir. Ungefähr 5 Stunden. Grüße aus der Maske. Bist du bereit, Henry? Ja, Jan. Jetzt geht's los. Ich freue mich schon. Dann ist ja gut. Oh, da ist der böse Mann. Und der böse Mann. Der böse Mann. Der böse Mann. Achtung, Achtung. Nur noch 3 Stunden bis zur Show.
So, wir sind heute hier Achtung, im Theater. Achtung, nur noch 3 Stunden bis zur Show. Was? Nur noch 3 Stunden bis zur Show? Da muss ich mich anziehen. Henry. Henry. Henry! Was ist denn? Nix. Ach, so ein stylisches Dschungelgrün hier. Der Tiger mit der Brille da. Bitte? Du hast deine Brille noch auf, Benny. Ach, ja, nein, das ist Make-up. Schikanisch weiß ich dich. Genau. Muckli. Okay, ich habe mich hier versteckt, weil Nadine hat den Raben wieder entdeckt. Und das ist immer unerträglich, wenn Nadine den Raben entdeckt. Heute zeige ich euch mal, wie das Ganze von hinten aussieht. Und oh nein, nicht... Da ist er wieder. Also, geh weg. Geh weg. Warum? Da, jetzt bist du für immer da fest. Lass mich. Wir spielen heute für 2G. Also 2 Gäste. Ich bin 1G. Und sie ist 2G. So, und jetzt geh. Okay, seid ihr bereit für die Show? Nein. Nein? Jens, bist du bereit für die Show? Ja, sieht man nicht. Ja, man sieht es nicht. Damit wir auch ja beim Schminken nicht beim Nachbarn abgucken können, mit Absperrungen. Guten Morgen. Und was machen wir als erstes hier im Hotel? Na? Tada, wir springen in den Pool. Heute übernachten wir in einem Roadcamp. Howdy, folks and friends. Yeah. Guten Morgen. So sieht das bei uns aus. Das ist die Hütte von Basti und mir. Da sind die anderen. Ja, Thomas, nutze die Macht. Nutze die Macht. Oh ja. Oh nein, da ist er wieder. Er ist wieder da. Nein. Zuschauer so, what the fuck? Heute haben wir auch wieder Nadines Glitzervorhang, den wir hier schon mal entdeckt haben. Ich liebe ihn schon seit 2 Jahren. Hier kann man sich einfach nicht verlaufen in dem Hotel, weil man hier den Fußboden einfach studieren kann. Was soll das denn heißen? Okay, man beachtet Thomas im Hintergrund. Ich hab vielleicht als Fressrache mit Fleischallergie. Und es kann man nur auch zu Fuß. Was macht er? Oh, dann geh auch, wenn sie bei uns nicht mehr gefällt. Oh, wenn sich unser Tontechniker unbeobachtet fühlt und einen Soundcheck für uns macht und einen Song singt. Komm auf die Bühne, die Bretter bedeuten. So bereiten sich unsere Darstellerinnen vor der Show vor. So bereiten sich unsere Darstellerinnen vor der Show vor. So ist das immer bei uns. Was, ne? Ich bin im Hotel angekommen, das ist die Klotür. Ich komm da nicht rein. Das Herr Chris, ist... sind Sie zu fett geworden für europäische Türen? Auf Tour gibt es ja immer ein ausgewogenes Frühstück hier im Hotel. Ich weiß noch nicht, ob ich das letzte Stückchen Mozzarella und Tomate nehmen soll. Sollte ich das wohl nehmen? An deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen, okay? Okay. Was? So kaufen und verzagen gibt es Musik. Was ist jetzt schon wieder? Publikum. Jetzt, ey. Der kritische Zugucker. Willkommen im Partybus! Sophie ist wieder dabei! Und Christian feiert Premiere! Wo ist Christian? Da ist er! Premiere! Oh, ich weiß nicht, als ich heute Morgen aufgewacht bin, waren sie auf einmal da. Jan und Henry, die große Bühnenshow. Geil.
geil. Jan und Henry finde ich geil. Wenn man beim Blick aus dem Fenster das Bedürfnis bekommt, Domino zu spielen. Und guckt euch diesen Riesensaal an, ey. Wow. Da will man mal arbeiten und dann lässt man mich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier so mal ausbreiten kann. Es ist so eng hier hinter der Bühne. Ja, da kommt ja keiner vorbei. Mowgli. Ja, Balu. Nein, ich bin Akela. Ach so, Akela. Jetzt bin ich gerade Akela. Hast du mir gerade auf den Hintern gehauen? Ja. Ach so. Entschuldige bitte. Ach, was freuen wir uns schon gleich bei 37 Grad in die schönen Pilze und Perücken zu begeben. Vor allem auf die Pools freue ich mich schon danach. Es ist kalt hier. Ja, so kalt. Ah, scheiße, die Haare gehen in den Ventilator. Ah. Okay, ich glaube, sie wollen, dass wir anfangen. Cool. Auf geht's los. Nein, mehr. So, wir haben einen Artwork im Kofferraum. Yeah. Seebühne, Elbauenpark. Oh, es ist so schön hier. Ach, ich werde am Ende einer Spielzeit immer so sentimental. Turniere. Aber das ist ja noch kein Ende. Ich habe seitdem noch so viel erlebt und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das vielleicht in einem nächsten Video sehen. Jetzt erstmal zeige ich euch zum Schluss nochmal mein Lieblingslied von Jim Knopf. Bis dann! Drum singe ich vor Lebenslust nochmal die letzte Zeile. Und ein Gedanke spendet mir jetzt Trost. Ich gehe nicht drauf vor Langeweile. Nutze den Tag, lass was geschehen. Und du kommst nie zum Däumchen drehen. Nutze den Tag, sonst ist er verloren.